Und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mich mal interessiert für die neuesten Beauty-Trends, nämlich 2023, 24 Herbst und Winter. Das hat mich mal interessiert, was da jetzt gerade so modern ist oder was man jetzt so machen kann. Was ist jetzt eigentlich so angesagt? Wie kann man sich eigentlich schminken oder modern schminken? Natürlich macht man immer auch so das, was einem am besten steht oder was einem selber gefällt. Es muss einem auch zusagen. Mir hat das zugesagt und deswegen bin ich auch schon so ein bisschen trendig geschminkt, habe sogar heute roten Nagellack drauf. Und wie ich mich geschminkt habe, das werde ich euch zeigen. Und ich werde euch auch die neuesten Beauty-Trends oder Make-up-Trends Herbst, Winter 2023, 24, darüber werde ich berichten, werde euch so ein bisschen erzählen, auch so ein paar Bilder zeigen, was jetzt gerade so angesagt ist. Und ich hoffe, euch interessiert das. Ja, was ist denn jetzt so das Neueste vom Neuesten? Was absolut angesagt ist, das ist auf jeden Fall Cat Eyes. Also, Lidstrich ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man so ein bisschen Schlupflid hat. Wer jünger ist, der kann das natürlich so richtig schön hochziehen. Das ist modern. Und wer so ein bisschen älter ist, der muss überhaupt nicht darauf verzichten. Der schnappt sich, und das zeige ich nachher auch bei meinem Make-up, der schnappt sich einfach so einen etwas dickeren Lidschattenstift. Der ist von Essence, da gibt es gerade welche. Und da muss man einfach nur mit dem Spiegel so ein bisschen arbeiten, ein bisschen runtergucken. Und das zeige ich euch auch auf jeden Fall nachher, wenn ich mich schminke. Weil man muss nicht so ganz drauf verzichten, wenn man Schlupflid hat, aber man kann das auch so ein bisschen machen. Und zwar fängt man aber dann weiter hier vorne an und geht dann darüber. Also man kann so ein bisschen, man kann es nicht so ganz gerade so perfekt schwarz machen, so wie die Jugend das machen kann oder wie ihr das machen könnt, die so ein bisschen jünger sind. Wir etwas Älteren müssen da so ein bisschen tricksen, aber wir müssen da überhaupt gar nicht drauf verzichten. Das ist auf jeden Fall angesagt. Also, und wenn man jetzt nicht schwarz möchte, kann man das auch mit einem Braunton machen oder auch mit einem Grauton. Aber es ist auf jeden Fall, soll es ja sehr präzise sein. Davor war es wohl modern, dass es nicht ganz so präzise ist. Aber diesmal soll es dann schon auch sehr präzise sein. Allerdings gibt es da mehrere Trends. Die einen sagen, der Lidstrich muss ganz präzise und gerade sein. Und die anderen sagen, naja, es darf auch alles gerne ein bisschen rauchig aussehen. Das ist auch modern, dieses Rauchige. Und das kommt daher durch diesen Film, durch diese Staffel. Ich weiß nicht, ob ihr sie geschaut habt bei Netflix. Die hieß Wetness, also Addams Family und Wetness. Und so wie sie aussieht, das ist auch so ein bisschen der Trend vom Herbst-Winter 2023. Da wird das alles so ein bisschen rauchig, dunkel, auch auf den Lippen, das wird alles so ein bisschen dunkler, wenig Make-up und so. Also das ist auch der Trend, ne? Wenn ihr so geschminkt seid, seid ihr auf jeden Fall trendig. Und dann am besten noch so Zöpfe oder so ein bisschen verspielte Haare, alles schön dunkel. Dann seid ihr auf jeden Fall modern. Also richtig angesagt. Ja, was noch wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass man weniger Make-up nimmt. Also der Trend geht voll dahin, dass man keine richtigen dicken Schichten mehr im Gesicht hat, sondern alles so schön, ja, natürlich, fast schon, am besten gar nichts, sondern nur so ein bisschen eine Glowy-Creme oder so ein bisschen Highlighter. Natürlich, einige mögen da nicht drauf verzichten, dann einfach ganz dünn auftragen. Auch das zeige ich nachher, wie ich das gemacht habe, dass das so schön natürlich aussieht. Also da ist schon auch was drauf, aber es soll halt auch ein bisschen natürlicher aussehen und viel mit Highlighter arbeiten. Aber wie gesagt, nicht so eine dicke Schicht. Und das geht ja auch immer gut mit einem Make-up-Schwämmchen oder einer BB-Cream. Das ist das Beste, also nicht so eine dicke, fette Foundation. Es soll alles so ein bisschen natürlicher aussehen. Es geht jetzt alles so in die Richtung, ja, fast schon No Make-up, Make-up-Look. Ja, ist natürlich immer, ne, ich sag euch nur, was angesagt ist, was man daraus dann macht oder was man davon umsetzen kann, das muss man natürlich dann für sich entscheiden. Ja, dann seht ihr bei mir heute im Gesicht den Strawberry Girl Look, also Erdbeerlook. Davor war es der Tomatenlook, Tomato Girl Look. Das war modern. Und jetzt ist es Strawberry. Das ging, glaube ich, ziemlich schnell. Die Tomate war schnell weg. Jetzt kommt die Erdbeere.
Und wie gesagt, zeige ich euch gleich, wie ich mich geschminkt habe. Ich fand das gleich total interessant. Mich hat das sofort interessiert. Ich bin gleich in die Drogerie gehüpft und habe ein paar Sachen für uns dort gekauft. Und das zeige ich euch dann auch nochmal. Falls ihr Interesse habt und ihr habt vielleicht nicht so viel zu Hause, könnt ihr das ein oder andere Produkt dann natürlich gerne nachkaufen, was ich euch zeige. Oder ihr könnt dann entscheiden, das ist auf gar keinen Fall was für mich und das wird mich sehr interessieren. Da zeige ich euch gleich noch ein paar Drogeriesachen. Auf jeden Fall ist der Strawberry Look frisch, glowig, schön rot, frisch. Sieht ganz gut aus, glaube ich, und passt auch irgendwie zum Herbst. Ne? Werde ich euch dann gleich erklären, wie der geht. Was ist noch neu im Winter, Herbst 23? Ja, auf jeden Fall kommt der Kajalstift wieder und er kommt wieder auf der Wasserlinie und auch darunter, also unter den Wimpern. Wenn man das Auge so ein bisschen hochhält, hier oben hat man ja auch so ein bisschen noch Platz unter den Wimpern, also die obere Wasserlinie. Und da macht man jetzt einen bunten Schimmerton drauf. Also ja gut, schwarz kann man auch nehmen, wenn man jetzt sich an dieses Witness Make-up hält. Aber ihr könnt halt auch buntere Farben nehmen. Das ist genauso angesagt. Und Schimmer. Und das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und da habe ich schon mal geguckt. Ich habe Gott sei Dank noch ein paar Avon-Stifte. Aus der Drogerie habe ich wirklich wenige, weil da muss ich selber erstmal gucken, was man da nehmen kann. Ich würde mich da, glaube ich, auch an Naturkosmetik halten. Auf jeden Fall sollte es ein Schimmerton sein. Und wie gesagt, man macht sich das hier halt auf das Auge rauf. Ich mag ja gern so Champagnertöne. Das öffnet dann auch das Auge. Ne? Das muss also nicht immer so ein matter Nude-Ton sein. Und wie gesagt, das kann auch bunter sein. Und dann könnt ihr das da oben auch machen. Ihr könnt auch das Auge so hochheben. Ja, das ist modern. Ein Schimmerton und am besten bunt. Auf der Wasserlinie. Und auch darüber. Na, wie gesagt, müsst ihr natürlich gucken, was ihr davon umsetzen könnt. Ich finde das ganz witzig. Ich glaube, ich werde mich da mal umschauen in der Drogerie und werde das auf jeden Fall mal testen. Jeden Fall richtig modern ist, das sind Glossy Lips. Und zwar am besten in Berry-Tönen. Wenn ihr jetzt den Strawberry-Look macht, dann haltet ihr euch natürlich nachher an die Rottöne oder ja, Rot mit Rosa zusammen. Aber was richtig modern ist, ist natürlich dann auch wieder Witness. Also dieser Film, da ist es sehr, sehr dunkel, dunkel lila, dunkle Farben. Auf jeden Fall bärige Töne und Rottöne. Und am besten mit einem Lippenkonturenstift vormalen. Dann macht ihr einen Lippenstift drauf und dann ein farbloses Gloss. Also sowas könnt ihr da dann drauf machen. Bei Essence gibt es ganz tolle. Das hat sogar, glaube ich, so ein bisschen Menthol mit drin. Deswegen steht ja immer drauf Plumping. Und das könnt ihr euch dann noch so am Schluss nochmal auf die Lippen machen. Also am besten erst einen Konturton. Dann nehmt ihr einen Lippenstift. Und dann kommt der da drüber. Das ist richtig angesagt. Und am besten auch so dunkellila oder so. Dunkellila. Schöne bärige Töne. Es gibt ja ganz, ganz tolle bärige Töne und ich liebe auch bärige Töne, weil das macht immer die Zähne weißer. Das ist immer richtig, richtig schön für die Zähne. Also nicht so orangig, sondern mehr so bärig. Oh, lila, dunkel und so weiter, was da auf jeden Fall gefällt. Und ihr könnt auch mit Silber arbeiten. Also Silber ist auch sehr modern. So ein bisschen Silber irgendwo so mit reinarbeiten. Wenn es um die Augenbrauen geht, da gibt es zwei ganz schön gegensätzige Sachen. Also die einen sagen, ihr könnt euch die Augenbrauen jetzt bleichen. Also ich brauche das nicht. wenn man buschige Augenbrauen hat, dann am besten schön hochkämmen. Das ist total modern. Das ist nicht mehr dieses präzise, ganz gerade modern, sondern es ist jetzt gerade modern, das so ein bisschen, was auch eigentlich für Schlupflied total praktisch ist, wenn ihr das so ein bisschen liftet. Aber das muss man natürlich alles mögen. Also ich mache das auch nur in Grenzen. Ich mag das jetzt auch nicht so buschige Augenbrauen haben. Das mag ich überhaupt nicht. Aber ich wollte es euch nur gesagt haben, dass das jetzt angesagt ist. Buschige Augenbrauen schön nach oben tragen. Die Augenbrauen auf jeden Fall weiterhin betonen. Oder ihr lasst die Augenbrauen ganz weg, also ihr könnt sie auch bleichen, dann seid ihr auch total angesagt. Auf jeden Fall sind wir weg von Kontur, aber mit Bronzer wird noch richtig schön gearbeitet. Also Bronzer ist in Ordnung, Highlighter auf jeden Fall. Am besten auch hier so ein goldiges Produkt mit in die Foundation einarbeiten, damit das alles schön glowig aussieht und schön frisch aussieht. Ja, also das sind die neuesten Trends. 2023 und 2024 schreibt mir natürlich sehr gerne in die Beschreibung, was ihr davon umsetzen möchtet und ob ihr es vielleicht sowieso schon die ganze Zeit so gemacht habt und ob ihr davon was umsetzt. Das würde mich natürlich sehr interessieren.
Oder eure Meinung natürlich auch, was ihr so dazu sagt. Oder welchen, also ich glaube, so die Augenbrauen heller färben, das ist eher nicht so. Ne? Ich weiß nicht. Also, naja, ich bin gespannt, was ihr sagt zu den neuesten Trends, was man davon umsetzt und was nicht. Ja, dann werde ich euch jetzt mal erzählen, wie ich mein Make-up gemacht habe. Also, wie gesagt, vorher war es der Tomato Girl Look. Und jetzt ist der Strawberry Look, also Erdbeer Look. Ihr sollt aussehen, als wenn ihr auf dem Feld gerade die Erdbeeren frisch gepflückt habt. Die Sonne war ordentlich im Gesicht und ihr seid so richtig sonnengeküsst. Ihr seht frisch aus, ihr seht jung aus. Und da fühlte ich mich sofort angesprochen, weil das ist meins. Ich liebe das total, wenn ich mir Rotbäckchen raufmalen kann und wenn man so richtig schön frisch aussieht. Ich habe versucht, das umzusetzen und ich erzähle euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Ich habe mir als erstes das Gesicht mit dieser Creme eingecremt. Das ist die Asa Magic Hair Glow Up Creme und die hat schon von ganz alleine so ein Glow im Gesicht. Also wenn ihr euch damit eincremt, könnt ihr eigentlich auch schon so bleiben, weil die so aussieht wie so ein schöner goldiger Primer. Sieht wunderschön aus auf dem Gesicht und die Augen habe ich mir dann auch so ein bisschen gepflegt. Finde ich auch ganz toll. Das ist auch von der aus der Magic Care Reihe mit Hyaluron und ich habe hier so einen schönen Stift. Oh, der ist so kühlend auf den Augen, total schön. Und ihr braucht nicht die Finger, sondern ihr könnt das damit dann schön leicht einklopfen. Also das war so das, was ich als erstes gemacht habe. Eine glowige Creme und ein bisschen die Augen gepflegt, weil das kann man gar nicht oft genug machen. Dann habe ich meine Foundation mir geschnappt. Ich habe mich für die NYX Born to Glow entschieden, weil sie wirklich leicht ist. Sie sieht immer so aus wie, ja, sie sieht sehr natürlich aus und ich brauche sie einfach nicht abpudern. Natürlich könnt ihr auch die Essence benutzen, wenn ihr die habt. Das sind so meine beiden Lieblingsdrogerie-Foundations, die man auch wirklich mit High-End vergleichen kann. Ich liebe beide. Und die NYX habe ich einfach nur genommen, weil ich die euch auch mal wieder zeigen wollte. Die Essence nehme ich ständig und jetzt wollte ich die NYX mal wieder nehmen. Das ist die Farbe Vanilla und sieht einfach schön aus auf dem Gesicht. Ich habe das dann natürlich mit dem Beauty-Schwämmchen gemacht. Und wenn ihr jetzt nicht diese von Asam, diese Glow-Creme habt, dann nehmt einfach so ein bisschen, wenn ihr das von Tilbury habt, ihr wahrscheinlich auch nicht, nehmt irgendwas. Also ich habe mehrere Produkte hier, die so ein bisschen glowig sind. Auch von e.l.f. gibt es was. Also das nennt sich Flawless Filter und das hat einfach so ein bisschen so Goldschimmer mit drin. Manchmal gibt es auch so Golddrops oder so in der Drogerie. Es gibt mehrere Produkte in der Drogerie, wo ihr das auch so erreichen könnt. Ihr braucht nicht unbedingt die Asam-Creme. Ist natürlich gut, wenn ihr sie habt, weil sie auflegt. Aber ihr braucht das nicht unbedingt. Ihr könnt euch auch von Catrice diese Drops holen oder so, dass ihr einfach so ein bisschen Gold, ja, Schimmer mit drin habt. Das ist einfach so schön sonnengeküsst aussieht. Ihr macht aber nachher auch noch so ein bisschen Highlight darüber. Als nächstes habe ich mir dann einen Concealer geschnappt. Ich habe den von Asam genommen, ist ein ganz neues Produkt und habe das dann so auf meine berühmten Stellen. Ich habe das hier im Augeninnenwinkel aufgetragen und außen und habe das dann einfach schön verteilt. Der ist gut, der ist deckend, der rutscht dich in die Falten, das ist ein ganz tolles Produkt. Ich glaube, da ist auch Hyaluron mit drin. Auf jeden Fall ein Liquid Concealer. Schön pflegend und super Produkt. Und hält auch den ganzen Tag. Kann man natürlich auch so ein bisschen abdecken, wenn man möchte. Ich habe aber nachher einfach so ein bisschen Highlighter genommen und habe das mit Highlighter so ein bisschen gesettet. Also, dass er bleibt ohne Puder. Ich habe nicht mit Puder gearbeitet heute. Gar kein Puder genommen übrigens. Dann habe ich mir die Augenbrauen gemacht und dafür habe ich mir den Manhattan Brow Pro Mikro geschnappt. Ja, das ist ein schöner Ersatz, wenn man den Nabla nicht hat, weil das ist ein schöner Stift. Der ist ganz, ganz fein und der malt auch ganz, ganz präzise die Augenbrauen. Ich finde die Farbe ganz schön. Die ist nicht so doll, die Farbe. Ich kann euch die Farbe auch gerne mal sagen. Das ist der 002 Soft Braun. Und damit habe ich mir einfach meine Augenbrauen gemalt und habe das diesmal nicht so platt gemalt, sondern habe das so ein bisschen so ganz natürlich nachgezeichnet. Und hier habe ich auch so ein bisschen nach außen. Also ich habe nicht so ganz gerade, wie ich das sonst immer so mache, sondern ich habe es versucht, so natürlich wie möglich nachzuzeichnen. Und zum Schluss habe ich dann von Essence noch die Augenbrauenmascara genommen und habe das auch immer so nach oben hin verteilt. Also nicht mehr so gerade wie sonst, sondern so ein bisschen mehr nach oben, weil das nicht nur das Auge liftet, sondern weil das jetzt im Trend ist.
Ja, dann habe ich was gemacht. Da bin ich gespannt, ob ihr das auch euch traut oder ob ihr das nachmacht oder so. Ich wollte es euch auf jeden Fall mal zeigen, weil zu dem Strawberry-Look gehören auch Sommersprossen. Und wenn ihr keine habt, dann könnt ihr das damit machen. Und ihr braucht da gar keine Angst vor zu haben. Ihr könnt es auch machen, wenn ihr älter seid, jünger sowieso auf jeden Fall. Macht das. Das sieht so niedlich aus, wenn man sich Sommersprossen nachmalt. Ich liebe Sommersprossen und ich habe immer nur 3 Stück und ich finde das ganz toll und das sieht echt niedlich aus. Teste das mal auch. Seid mutig, traut euch das. Das sieht so hübsch aus, wenn man diesen Look macht und man hat so 2, 3 Sommersprossen. Einfach so ein bisschen auf der Nase. Ich habe es euch extra gleich rechtzeitig gemacht auf der Foundation, weil ich habe nachher dann auch noch ein bisschen Rouge rüber gemacht und Highlighter und somit fällt das dann auch gar nicht so auf. Und ihr könnt, wenn euch das jetzt so gar nicht zusagt und ihr das total doof findet, könnt ihr das immer noch besser von der Foundation abnehmen, als wenn ihr fertig geschminkt seid und dann erst die Sommersprossen raufmalt. Macht das mit einem Augenbrauenstift und ihr seht, ich mache es jetzt auch noch mal live. Macht da einfach feine Pünktchen. Seid mutig. Das sieht süß aus. Und das fällt gar nicht auf und das sieht ganz natürlich aus. Nur hier vorne so ein bisschen auf der Nase und hier vorne so ein bisschen. Und der Look ist vollständig. Gehört auf jeden Fall mit zu dem Strawberry-Look. Danach habe ich einen Creme-Bronzer genommen und natürlich habe ich den genommen von Catrice. Da gibt es im Moment für mich keinen besseren. Das ist ein super Creme-Bronzer und habe ich mit dem Pinsel aufgetragen. Ich habe ja wieder meinen Pinsel genommen. Und dann habe ich das einfach schön verteilt im Gesicht, auch auf der Stirn und auch schon auf der Nase. Ein bisschen das Kinn mitgenommen und dann einfach in kreisenden Bewegungen. Ich habe mich ziemlich weit oben gehalten, damit es gleichzeitig auch so ein bisschen liftet und damit es einfach schön sonnengeküsst aussieht. Also ein super Produkt. Habe ich direkt dann auf der Foundation aufgetragen. Dann habe ich gestern mein ganzes Make-up durchgesucht nach Rot. Ich wollte unbedingt einen Rotton haben, habe auch schon in der Drogerie geguckt. Ist gar nicht so einfach, einen richtigen knallroten Blush da zu finden. Vielleicht findet ihr da was bei Douglas oder so, bei den hochpreisigeren Sachen. Oder vielleicht Revolution hatte eine Palette, da war auch so ein schöner Erdbeerton mit drin. Ich habe immer so Erdbeer oder Tomate oder so, so einen schönen Rot gesucht. Und wenn ihr das jetzt nicht finden solltet, kauft euch da bloß nichts Neues, sondern nehmt dann einfach einen knallroten Lippenstift. Das geht genauso auf den Wangen. Ich hatte was da, was ich gefunden habe, kann ich euch zeigen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr den auch noch zufällig. Das ist eine LE, glaube ich mal, gewesen von Catrice. Und hier ist natürlich ein super knalliger Rotton drin. Der ist wirklich super. Den bekommt man auch noch, aber nur in ganz ausgewählten Drogerien. Ich hatte gehofft bei Cosmetic for Less oder so oder Puig, aber leider nicht gefunden. Das ist ein Cream-to-Powder-Blush und gibt es meiner Ansicht nach nur 2 Farbtöne. Ich habe beide und ich habe den knallroten genommen, weil roter Strawberry gar geht es ja gar nicht. Ne? Das ist Erdbeere pur. Und dann habe ich hier noch von Essence ein Produkt und zwar ist das rosa. Und das ist halt das Hübsche da dran. Ihr macht also einmal hinten macht ihr so ein bisschen rot und vorne macht ihr rosa. Und das ist halt so typisch für diesen Strawberry-Look, dass ihr immer rot mit rosa mischt, weil von außen ist die Erdbeere knallrot und innen drin ist sie doch immer so leicht rosa. Und deswegen wird das dann auch so ein bisschen vermischt. Vorne so ein bisschen rosa, hier hinten dann halt so ein bisschen roter. Und das mischt sich dann natürlich alles im Gesicht und das verbindet sich auch dann mit dem Highlighter, mit dem Bronzer. Und dann habt ihr so einen Gesamtlook. Sieht aber echt ganz süß aus. Ihr müsst es natürlich nicht so machen. Ich habe es jetzt halt nur so nachgemacht, wie es vorgegeben war. Und dann habe ich natürlich auch noch so ein bisschen auf dem Auge und ganz wichtig diesmal auf der Nase. Ihr verteilt das wirklich hier in diesem, ihr macht so eine richtige Welle. Das muss alles auch noch mit auf die Nase. Das ist ganz wichtig, damit es diesen frische Look gibt. Und ich habe auch ein bisschen aufs Kinn drauf gemacht, ein bisschen rot. Die Stirn habe ich nicht mit rot gemacht, da habe ich nur Bronzer genommen. Aber hier auf der Nasenwand kommt auf jeden Fall Blush drauf, wenn ihr diesen frischen Look so haben möchtet, wie ich ihn gemacht habe. Dann habe ich mir die Essence-Palette geschnappt. Super günstiges, tolles Produkt, kostet 5 Euro in der Drogerie. Und das ist die etwas ältere Palette, sage ich mal. Ich hoffe, ihr bekommt sie noch, sonst könnt ihr auch gerne die andere nehmen. Die habe ich auch hier. Und ja, ist natürlich optimal. Ne? Damit habe ich mir dann auch noch mal praktisch, bin ich dann noch mal auf den Bronzer raufgegangen, damit ich noch mehr Bronzer habe. Und hier wollte ich auch auf jeden Fall diesen Ton haben, weil der so sonnengeküsst aussieht. Das ist halt so ein schöner Highlighter-Ton.
der einfach goldig ist. Und der war dann auch nachher perfekt zum Schluss auf meinem Auge. Ich habe ihn nachher ganz zum Schluss auch noch mal hier auf mein Auge getupft. Ja, für die Augen nimmt man jetzt nicht so einen krassen schwarzen Lidstrich, sondern da machen sie bei dem Strawberry Look einfach nur außen so einen ganz kleinen braunen Lidstrich. Und habe ich mir so gedacht, dafür nehme ich den Essence, weil den finde ich optimal dafür. Kann man auch sich nachkaufen, wenn man möchte. Ist ein neues Produkt, ist immer interessant. Und da habe ich außen ganz genau gezeigt, wie ich das gemalt habe. Da kommen wir dann auch zu dem Lidstrich für etwas ältere oder für Schlupflid, was auch immer, oder wenn man das halt nicht so präzise kann, dass man dann einfach hier außen anfängt, da wo die Wimpern anfangen, da fange ich an und immer darauf achten, guckt gerade in den Spiegel. Ich habe hier auch immer so einen dunklen Fleck am Auge irgendwie und ich muss immer schön weit hochrutschen, also immer nach oben malen. Wenn ich zu weit außen male, dann sieht das ganz komisch aus, als wenn ich mich nicht richtig schminken kann. Deswegen habe ich euch auch ein Foto gemacht, dass ihr genau wisst, wo ihr anfangt. Ihr fangt hier an und dann rutscht ihr dahin. Ganz, ganz leichten Lidstrich. Ich habe gar nicht über das ganze Auge, sondern nur hier außen so ein ganz klein bisschen braun gemacht und bin hier einfach nur so ein bisschen höher gerutscht. Ich glaube, das sieht man auch ganz gut auf dem Foto. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe das dann einfach nur mit dem Finger so ein bisschen verblendet und fertig war das. Und für hier unten habe ich das dann auch gemacht. Dann habe ich Mascara genommen. Ich habe wieder den genommen von Asam, den Lash Lift Mascara. So, und jetzt kommen die Lippen. Jetzt kommen die Lippen. Jetzt kommen die Lippen. Ja, die Lippen kommen. Aber ihr wollt bestimmt auch wissen, was ich für einen roten Nagellack drauf habe, ne? Ich höre das richtig. Der ist so schön. Ja, das ist einfach der rote von Asam. Ich hatte keinen anderen. Das war der einzige rote Nagellack, den ich gefunden habe. Und ist nur eine Schicht. Eine Schicht roter Nagellack. Der nennt sich Ruby Red, glaube ich. Ja, oder Really Red oder so. Ich schreibe es euch einmal rein, weil ich es gerade nicht lesen kann ohne Brille. Ein super schöner Rotton, liebe ich total. Passt auch zum Strawberry Look, finde ich. Und was ich mir in der Drogerie gestern gekauft habe, ist das hier. Das war total die Enttäuschung. Das ist der von Catrice, der Dream in Jelly Sparkle. Und ich dachte so, oh, Erdbeer und mit Glitzer, wie schön. Mach mir das auf die Nägel rauf und das sah so nach gar nichts aus. So halt durchsichtig, ein bisschen Glitzer. Total so jellymäßig, irgendwie so komisch, so, es war nicht glänzend, es sah irgendwie total nicht schön aus. Und dann habe ich den nachher einfach nur auf den drauf gemacht, auf den roten. Und somit hat der rote so ein bisschen Goldglitzer, aber eigentlich braucht man das nicht. So sieht es einfach schön und klassisch aus. Und hält auch ein bisschen. Also Asam hält ganz gut. Ich habe aber nachher noch mal so ein Topcoat drauf gemacht. Und wie gesagt, nur eine Schicht. Ja, habe ich extra für das Video drauf gemacht, weil ich das so schön fand. So, jetzt kommen die Lippen dran. Die Lippen, die sollen ja jetzt so richtig schön glänzen. Und ich habe mir das so gemacht. Ich habe mir diesen roten Lippenstift gestern extra in der Drogerie gekauft, nur für dieses Video. Make-up-Coach hat natürlich auch schöne Rottöne, ne? Also ihr braucht so ein richtiges Knallrot. Und wie gesagt, macht das auch ruhig als Blush, wenn ihr keinen anderen Blush habt. Also kauft euch da nicht extra was. Jedenfalls nicht, wenn ihr es nur mal testen möchtet. So, und den roten habe ich einfach auf den Finger gemacht und dann habe ich den so raufgetupft, weil mir das zu doll war. Obwohl, hier sehe ich auch so aus. Aber ich mag das nicht, ich mag das lieber natürlich. Und ich hätte auch gerne einfach einen farblosen Gloss drauf gemacht. Nun habe ich mir aber so gedacht, wenn ich schon ein Video mache, dann kaufe ich mir auch einen schönen Lipgloss dafür. Und da habe ich drei richtig schöne Strawberry-Töne gefunden. Einmal den von Essence, den ich nachher auch rauf gemacht habe. Der ist wunderschön. Wie heißt denn die Farbe? Oh Gott, muss ich erstmal die Farbe hier suchen. Der nennt sich 103 Pretty in Pink. Hat auch so ein bisschen Glitzer drin. Wunderschön. Dann gibt es von Trended auch einen Powershine. Auch super schön, trended up, super günstig, sieht auch richtig, richtig schön aus. Das ist die Farbe Lipgloss 180 oder 160, schreibe ich euch einmal rein, sieht also auch richtig schön aus. Und ich habe auch noch von Alterra eingefunden und das ist auch so ein richtiger schöner Erdbeerton. Alverde hat übrigens auch einen, aber der ist ständig ausverkauft. Ja, hier kann ich die Farbe auch nicht lesen. Nö. Hergestellt in Deutschland. Ist auch schon mal was. Ja. Die sehen sich ziemlich ähnlich. Da sieht man nicht so einen riesengroßen Unterschied. Und ich habe mich dann einfach für den Essence entschieden.
Und habe dann einfach, wie gesagt, den Lippenstift raufgetupft. Ganz in Ruhe, ganz natürlich. Dann habe ich mir einen roten Lippenkonturenstift genommen. Das ist der von Make-up Coach, hatte keinen anderen. Nennt sich sogar Erdbeere. Passt ja auch dazu. Und dann habe ich mir außen die Lippen ein bisschen voller geschminkt. Und zwar habe ich einfach über den Rand gemalt und habe hier einfach außen ein bisschen mehr gemalt. Ich glaube, das seht ihr am besten, wenn ihr euch das anschaut, wie ich das gemacht habe. Ich habe einfach die Ränder ein bisschen kräftiger gemalt und habe praktisch in der Mitte so einen Kreis habe ich heller gelassen. Hauptsächlich außen. Und das macht dann so wulstige, vollere Lippen. Und hier habe ich auch aufgehört zu malen. Ich habe nicht bis hierhin gemalt, sondern ich habe hier aufgehört zu malen. Bin hier so reingegangen, habe dann hier so rumgemalt. Na, dass ich das einfach so weglasse. Und wenn ich mal so ein bisschen rumschmiere, habt ihr nachher gesehen, ich habe mich so ein bisschen übergemalt, dann mache ich das immer mit einem Q-Tip weg. Oder ich nehme dafür so einen nudigen Stift. Kann man auch noch mal super, das kann man auch mit Concealer machen. Einfach die Ränder so ein bisschen malen. Dann sieht das viel, viel sauberer aus. Das ist immer ganz wichtig, dass man das macht. Das hatte ich vergessen. So sieht das dann im Vergleich aus, ne? Und den habe ich genommen, weil er so schön aussah. Und schon bin ich fertig geschminkt. Ich finde ihn richtig, richtig schön, diesen Look. Der sieht einfach frisch aus. Und ich finde, der macht auch jünger. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, was so modern ist im Herbst und im Winter 2023, 24. Ja, dann sehen wir uns natürlich sehr gerne wieder. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen. Und wenn ihr krank seid, wünsche ich euch auf jeden Fall gute Besserung. Und dann einfach viel Spaß beim Nachschminken. Tschüss!